wunderschönen guten Morgen. Ich bin auf dem Weg zum Baumarkt, um die Haarpfostenträger für den Sprungbock zu holen. Ich freue mich. Hoffentlich werde ich das Richtige da finden, was ich auch brauche. Dann brauche ich noch 4 Sack Zement. Ach, wer sagte, ich soll 4 Dinger holen? Ich weiß jetzt auch nicht, wie tief der hier in den Boden einzementieren möchte. Aber was man hat, hat man. Und dann werde ich auch noch schnell ein paar normale Lebensmitteleinkäufe tätigen. Ja. Das ist mein Plan. So, ich bin fündig. Ich habe meine Haarpfostenträger, das passende Material, um die zu befestigen, und den Ruckzuckbeton. Jetzt geht es weiter. Ich glaube, ich muss mal ganz schnell ins Tiergeschäft hinten reinhüppen, um für die Jute wieder ein paar Leckerlis mitzubringen. So, meine Unterlegscheibe, ne? Die muss ich aber im Auto reinlegen, das ist immer. Oder muss ich da auch mit Einkaufswagen rein? Nee. So. Aber meine Tasche, die muss ich mir wieder aus dem Auto krempeln. Die habe ich nämlich schon da reingeschmissen. Dann gucke ich mal, was ich da finde. In dem Tiergeschäft. Irgendein paar Knabberknochen. Ah, das sieht aus, als wenn der dänische Bettenlager auch wieder auf hätte. Oh nee, ne? Muss ich tatsächlich einen Einkaufswagen mitnehmen? Ich glaube, ich nehme mal ein Beutel Pansen mit. Genau, das werde ich machen. Schweineohren haben wir auch hier. Die sind mir aber zu teuer. Die sehen noch nicht so toll aus. Mal gucken, ob sie da drauf steht. Ich weiß es nicht. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause von meinem Einkaufsmarathon. Ich habe alles bekommen, von Schrauben über Halterung, Lebensmittel, und ihr glaubt es kaum, bis auf Hefe und mein 550er Mehl ist eigentlich alles wieder erhältlich. Was das angeht, ist das Einkaufen wieder etwas einfacher. Ich habe jetzt schnell 2 Tassen Kaffee vorbereitet, weil ich die ganze Zeit unterwegs war und irgendwie ein Kaffeedursterchen. Ja, wie mache ich das jetzt mit den 2 Tassen? Die sind nicht dafür geeignet, die gleichzeitig zu tragen, oder? Doch. Ich krieg's hin. Da bringe ich mal, der Dirk ist hinten schon am Arbeiten am Sprungturm, weil ich war so lange unterwegs, da der in der Zeit schon von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Sag mal. Ja? Will er nicht durchkommen? Doch, aber ich habe schon mal durchgesenkt. Der erste Fuß ist schon befestigt. Hier, also ich habe dir einfach mal so dreisterweise einen Kaffee gemacht. Stell den mal auf den kleinen Tisch, ja? Was kriegst du? Ich habe in ein Loch geguckt, da pustest du von der anderen Seite durch. Ja? Mhm. Siehst du, geht doch. Du kriegst doch einfach alles hin. Echt? Ja. Okay. Das sind die Löcher, die Dirk schon vorgebuddelt hat. Vorgegraben. Ich glaube aber 4 Säcke fix und fertig. Beton war ein bisschen viel, oder? Naja, wieso? Nein. Sack da hin. Das ist schon richtig so. Okay. Und wenn, dann haben wir was über. Ja. Ich habe noch nie mit dem fix und fertig gearbeitet. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Ja, das ist der Beton, wo schon Sand und alles mit drin ist. Ja, ja. Aber da tust du rein und dann schützt du dann Wasser drauf. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Den rührst du gar nicht den Pott an und... Du schützt das gleich, du bestellst das hin, richtest das aus, schützt das, dann ist das, was du für die Zäune nimmst hier. Ja. Fix und fertig.
Ja. Tust den Sack da rein, kippen und tust da Wasser drauf. Und dann wird das verraten. Okay. Das ist doch gut. Kennst du nicht, ne? Du kennst ja gar nichts. Ich hab das gesehen auf dem Bild von dem Sack, ja? Sack? Da müssen wir gleich reinstellen hier, ne? Ja. Freust du dich? Ja, ich hab mir nur gedacht, was ist, wenn wir den Pool mal abbauen müssen, für einen neuen hinzustellen? Ja, stellst du ihn einfach dahin. Brauchst du das Ding hier nicht abbauen, das passt doch. Okay. Und wenn wir einen höheren wollen? Dann schneiden wir hier einen höheren. Dann graben wir. Willst du dann das ganze Beton weghängen am Heimer? Ja. Hackern. Hackern? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal bei Papa anrufe. Ich habe heute Morgen mit dem Papa lang telefoniert. Eieiei, okay. Da war sie auf jeden Fall noch nicht operiert, weil wieder Notfälle hier, Notfälle da. Ronny, kannst du mir so ein Eisen vorne holen gehen? Hast du da Lust drauf? Was? Guck mal, da hinten liegt noch so ein Eisen. Kannst du mir das holen gehen oder alle beide? Ja. Hast du Lust? Die zwei Eisen, die da liegen an dem Holz. Ich zeig sie dir, mein Schatz. Oder erst mal eins, wenn es schwer ist. Hast du das? Ja, stopp, stopp. Eieieiei. Ja, lass den Sack doch mal liegen. Nein, wow. Maja, du brauchst nicht blöckern. Ah, nee, wo hast du denn guck mal, Ort? Hinter den Holzstücken, da liegen noch kleine Holzstücke, so Balken. Gehen wir mal einen Balken holen. Ein Holzstück brauchen wir noch. Na, knutsch, Marie. Andere Seite kannst du auch. Das war früher mal 7 Jahre vor dem Bild. Dann wurde er gekündigt und hat vor Frust sich vollgefressen. Ich komme damit nicht klar, dass ich... Ich wollte heute nicht nur graben, ich wollte nicht nur die Dinger dran machen, ich will heute alles. Ich will, dass das nachher ausgerichtet ist. Du willst auch am besten die Badehose dann anziehen und direkt von runter springen, ne? Bei dem Wind ist es. Du hast schon alles weggeräumt. Ich habe schon Söhne gemacht. Warte, ich... Geht? Ich kann auch selber gehen. Ich hab nur gedacht, da liegt eine kleine Platte. Ich halte nur die Holzplatten fest, dann kannst du das besser nehmen, ja? Mehrere. Das ist... Wie viele brauchst du? Eins müssen wir unternehmen hier. Eins reicht. Mitte, ja? Hier? Ja. Guck mal. Nee. Lass mal. Ich schwöre bitte, lass mal. Kollege. Lass, geh weg. Also das sind Zahnzapfen, ne? Das sind keine Haufen, die hier rumliegen. Zahnentapfen? Ja. Lol. Nee, ich bin erst in dem einen Geschäft durchgewuselt und dann hatten die da wieder nur die zum, die mit den Spitzen und so, wo du dann den Pflock reinmachst, ne? Ja. Und bin dann an die Kasse und sag, ich habe leider nichts gefunden. Ja, ist ja kein Problem, Sasch. Oder habt ihr Haarpfosten halt dafür, die für... Für die Haarpfostenträger. Ich wollte ja professionell klingen, ne? Und dann hat sie ihre Kollegin gefragt und dann sagte ich, ja, im Außenbereich. Ich so, ach, man kann auch noch draußen gehen, das wusste ich ja, gar nicht. Ja, damals Praktika auch. Ja, und draußen waren die dann. Ja? Hör mal, ich dann wieder, mich hat ja keiner gesehen, gefreut wie so ein kleines Kind. Bin ich so, juhu, hochgehüpft. Und dann hatte ich dann, da hatte sich was bewegt, hab ich direkt geguckt, ob da irgendeiner ist, der mich dann gesehen hat. Aber, keine Ahnung, da war was Weißes. Hoffentlich kriegen wir das nachher aufgestellt. Wieso denn nicht? Du hast es doch alleine auch zum Liegen gebracht. Ja, ja, gut, aber jetzt sind die Metallfüße dran, dann kannst du jetzt nicht einfach so... Ja, weil er geht länger jetzt ist, anmachen. Ne? Dann ist Ende mit der Hand. Hackfleisch dann. Das macht dir Spaß damit, so rein, raus, rein, raus, rein, raus, ne? Nase popeln, ne? Das wäre echt geil, wenn ich mich besser bewegen könnte. Bau noch mehr solche Sachen. Dann, dann? Klappt das auch? Ah, ich glaube nicht. Nee, weil beim Arbeiten oder auch wenn du unterwegs bist, wie ich jetzt gerade die ganze Zeit. Außer heute Morgen eine Handvoll Mandeln und jetzt gerade eben 5 Mandeln habe ich noch nicht gegessen. Ich muss jetzt mal schnell zur Schule gehen. Alter. Warum kommen die denn richtig schief, ey? Ich habe doch noch oben gebohrt. Ich gehe mal schnell zur Schule. Schulmaterial habe ich abgeholt. Es sind jetzt auch ein paar neue Aufgaben dabei, die wir machen. Mal gucken. Da kann die Mutti
Wieder etwas Schule spielen. Sachunterricht, Deutsch und Mathe. Da bin ich ja mal gespannt, was es da Neues gibt und wie er es versteht. Ich gucke hinten. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mit dem das Zeug hinstellen. Ich bin bis am Sägen. Ja, das ist ja auch nur eine ganz alte, nicht mehr richtig funktionierende Metallsäge. Also für Eisen durchzusägen. Mhm. Damit konnte man Eisen durchsägen? Ja, ja. Das sieht ja aus, als hättest du die vier Füße dran gekriegt. Jetzt in der Zeit, wo die Mutti in der Schule war. Es ist so verdammt windig heute. Was ist denn los? Hast du mit einer Sprühdose gesprüht? Hast du mit einer Sprühdose dir Kreise aufgesprüht? Oder warum? Seid ihr das denn ernst? Wenn ich das Ding wegtue, wo sehe ich denn, wo ich graben soll? Ich habe gedacht, du wärst so Multitalent. Also manchmal meine ich, da wäre manchmal... Los, komm! Ernsthaft jetzt? Komm. Erstmal hinlegen, dass man das einfach hochkippen kann. Eventuell. Okay. Warte. Ich muss mehr zu mir rüber. Moment. Ja. Das ist... Ja, die Balken sind krumm, ne? Ich würde dir empfehlen, einfach nur von oben drauf zu legen. Guck doch mal, ist doch perfekt. Ich finde, es sieht doch ganz gut aus. Na dann. Aber ich lasse das jetzt so stehen. Weil der Abstand hier. Weil hier, das stimmt jetzt nicht mit dem Poolwein hier. Mama, ist von da. Normalerweise müsste die Seite jetzt noch ein Stück zurück. Ja, mach doch. Aber du kannst das doch auch einfach so lassen. Nee, das gefällt mir nicht. So. Also jetzt. Da sind wir wieder bei 1 Zentimeter Fuchserei hier. Ja, genau. So. Hast du jetzt mittlerweile mal gelesen? Auf dem Sack. Wieso? Du arbeitest doch damit. Inhalt plus Wasser, fertig. Mehr steht da nicht drauf. So. Ich bring jetzt mal einen Sack. Na, da hinten. Da können wir mal auf der Rückseite lesen. Also der Wasserbedarf für 25 Kilo beträgt 3 bis 3,5 Liter. Das Trockengemisch ist in Lagen von ca. 10 bis 15 cm einzubringen und anschließend mit der entsprechenden Wassermenge aus einer Gießkanne zu begießen. Nachdem das Wasser vollständig eingedrungen ist, kann die folgende Lage mit Trockengemisch aufgefüllt und gegossen werden. Eine vollständige Erhärtung ist nach ca. 28 Tagen erreicht. Aber nach einer Stunde können die Bauteile belastet werden. Also, bis die Poolsaison anfängt, würde ich trösten. So einfach rein damit, oder was? Hast du mir gerade nicht zugehört. In 10 bis 15 Zentimetern erstmal. Und dann fängst du an, Wasser zu kippen. Und dann kannst du... Wunderbar. Dann wo ist die Gießkanne? Wo sind die Gießkanne? Wir haben keine Gießkanne. Das soll doch einfach nur locker da reinfließen. Wir haben doch Gießkanne in der Garage jede Menge stehen. Ja? Ich hasse das, wenn ich hier die ganze Zeit immer hin und her laufen muss und suchen muss. Wo steht denn hier eine Gießkanne? Hier steht doch gar keine Gießkanne. Da hast du aber geträumt, lieber Dirk. Hier ist keine Gießkanne. Oh. Ich habe geträumt. Da steht eine Gießkanne, Martina. Mach die Euro ab. Ja, mit einem Handtuch drauf. Ich denke, das wird ja wohl reichen. Aber ich habe nicht so ein Dings da drauf. Oder liegt das auch da und ich sehe das wieder nicht? Das liegt wirklich nicht da. Da könnte ich vielleicht das Glück haben, dass das in dem Schrank auf der Rasse ist. Oh! Maus, Küste!
Nerv mich nicht. Ich habe zwar eine Gießkanne, aber ich weiß nicht, ob wir so einen Dingsbums haben. Ich suche mal nach so einem komischen Duschding. Hast du da schon etwas reingeschüttet gehabt? Ist das schlimm, wenn da Meerwasser reinkommt? Maus, ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Zeug noch nie gearbeitet. Das ist sowieso ein bisschen komisch alles hier. Oh, das ist Beton mit Sand schon drin. Ja, ja, aber... 3 bis 3,5 Liter. Das ganze Ding. Ja, auf so einem ganzen Sack. Den Grassamen wässern, wo kein Gras wächst, der ist bestimmt zu alt. Da müsste doch schon längst ein Grashalm wachsen. Nee. Wäre ja klasse. Ja, wie lange dauert das denn? Hä? Wie lange dauert das denn? Ein paar Wochen. Ach, paar Wochen. Das geht schon, Martina. Wir haben fertig. So. Ganz, ganz fein ist es geworden. Geil? Geil. Mega geil. Ist auf jeden Fall jetzt schon, dass er kein Krümmel mehr wackelt. Ja, ja, und ja, ja, das sowieso nicht. Und jetzt gehört hinten noch eine super geile Treppe dran. Eine richtige Treppe. Und dann können die hier, wenn schön Wetter ist im Sommer, dann werden die hier so Flamme machen. Das hast du noch nie gesehen. Ja. Da haben Kinder Spaß dran. Ja. So was haben Kinder Spaß dran. Ein Turm. Ja, hör mal. Was haben die denn hier im Schwimmbad? Das ist doch nichts. Wir haben kein Schwimmbad mehr. Ja, ist doch nichts. Da musst du doch zu Hause irgendwie mal einen Einfall haben. Ist doch alles Kinder abgerissen. Du musst die doch bespaßen, die Kinder. Wenn du 4 Kinder hast, musst du die auch irgendwie bespaßen. Dann musst du so ein bauen. Was heißt? Ich bin der Erste, der springt. Das hält mehr wie 100 Kilo aus, Alter. Ich war ja da drauf. Ich habe da gearbeitet. Passiert ja gar nichts. Okay. Wieso ist denn das Fußbecken da? Keine Ahnung. Guck mal, warte. Kommt auf jeden Fall vor die Treppe. Ja, was der Blüten hat, mein Jutta. Hoffentlich wirst du bestäubt. Dann möchten das ja viel Apple jewe. Aber wenn die alle so Miniatur sind wie der letzte Apfel, den ich davon mal abgepflückt habe, dann ist das ja was für Barbie-Puppen. So, das kommt wenn hier hin, dann kann ich aber erstmal. Nee, andersrum, so ist das wieder voll mit rein ins Wasser. Und jetzt willst du hier noch was für Handtücher hinzuhängen, ne? Ja, also ich dachte mir. Ein oder zwei Dinger, die kannst du ja und dann... auf der anderen Seite. Genau. Du kannst ja hier ein und nee, auf der anderen Seite tief. Zwei. Oder hier ein, auf der anderen Seite auch zwei. Auf jeden Fall, ja. Das wäre eigentlich eine Idee. Du kannst ja auch hier oben was drüber hängen. Ja, ja. Boah, ich finde, das ist geil geworden. Ohne Scheiß. Ist mega. Was? Ist echt mega. Gefällt mir total gut. Vor allen Dingen haben die Kinder dann Spaß. Ja. Die haben schon bekloppte Eltern, oder? Ja. Ja, oder? Manchmal ist das ja eigentlich, weil die Eltern selber Bock darauf haben, ne? Da hast du schon recht. Ja. Also haben wir es dann doch schon mitten in der Woche so gut wie fertig bekommen. Ja. Können wir gleich nochmal duschen gehen, ne? Bringt nichts. Wenn du frisch bist. Ich habe mir alles frisch angezogen. Da ich ja von diesen schwarzen Bequemlichkeits-Leggingsen fast für jeden Tag eine habe. Ich glaube, 5 Stück habe ich davon. Aber trotzdem, sehe ich wieder aus wie ein Sau. So, ich möchte euch allen mitteilen, dass mein Vater mich eben angerufen hat und hat gesagt, dass die Operation gut überstanden ist. Es hat etwas länger gedauert. Die haben, glaube ich, 3 Stunden an ihr rumgedoktert. War ein bisschen komplizierter. Aber meine Mami ist wieder wach, hat auch schon mit ihm gesprochen. Und er ist halt nur sehr traurig, dass er jetzt in dem Moment nicht bei ihr sein kann. Aber sie hat ihr Handy im Krankenhaus und dann können die halt zwischendurch über Handy miteinander telefonieren. Ich kann vielleicht später auch mal schauen, dass ich sie anrufe, aber wollen das Handy nicht überlasten, weil das Ladekabel zum Akku aufladen kriegt sie morgen erst. Also er hat Taschen gepackt und wird das morgen dann alles im Krankenhaus vorbeibringen. Ja, so sieht das in der jetzigen Zeit aus, ne? Dass sie halt, wenn nur über Handy Kontakt
mit deinen Angehörigen im Krankenhaus haben kannst. Und das ist jetzt meine Tochter. So, habe jetzt natürlich ein bisschen den Faden verloren, wo ich eben aufgehört habe zu erzählen. Aber egal, ihr wisst jetzt, dass alles wieder gut gelaufen ist. Und jetzt müssen wir halt nur die Zeit noch abwarten, wie der Heilungsprozess ist, ne? Ab morgen darf sie, glaube ich, schon laufen und dann mal schauen. Hi. Ich hatte gerade einige Kommentare von dem letzten Video gelesen und wollte ganz einfach nochmal sagen, das war ein bisschen falsch von mir ausgesprochen, weil ich während des Videos nicht genau darauf kam. Das ist mehr, ich hatte es falsch ausgedrückt, dass die Typennummer wegen der Malung ist. Nein, es sind die Mineralstoffe, die, ne? Das ist mir klar, da habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Ich wollte auch schriftlich auf den Kommentar antworten, aber der ist halt momentan von YouTube noch zurückgehalten, weil ich glaube, da ist dieses Wort Klugscheißer drinne. Und dann überprüfen die das erst, bevor die den öffentlich rausschießen, den Kommentar. Aber so in den Posteingängen konnte ich das sehen. Also, lieber Frank, ich meinte das genauso, wie du das geschrieben hast. Ich hatte mich nur falsch ausgedrückt. Kommt ihr dann auch mal in die Küche und guckt, was ihr euch zu essen macht? Ich rede mit den Mädchen. Ich mach mir jetzt gleich mal Essen. Das ist noch am Ziehen, dein Jum-Jum. Ich hab mir gerade ganz schnell ein Brötchen gegessen. Ich habe ein bisschen Magenschmerzen. Vielleicht, weil ich nicht richtig gegessen habe. Vielleicht auch, weil im Moment alles so super läuft. Für die Jungs hatte ich Toastbrot gemacht. Darlene isst im Moment anders. Was Jana sich macht, weiß ich auch nicht. Lassen wir den Tag heute dann mal wieder so ausgleiten. Wir haben auf jeden Fall den Sprungturm schon fertig einbetoniert. Jetzt kann der Sommer kommen. Weil, so in den 28 Tagen, wo es denn dann richtig vollständig ausgehärtet ist, dann wird mit Sicherheit auch das Wetter so warm sein, dass man den nutzen kann. In diesem Sinne, meine lieben Leute, bis zum nächsten Video. Bye, bye.